Hallo und herzlich willkommen zu Nähe mit mir. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr diese coole Yogamattentasche nähen könnt, also eine Tasche für eure Yogamatte. Ihr müsst euch jetzt keine Sorgen machen, was, wenn ich eine andere Yogamatte habe oder was. Das kommt nämlich, der Schnitt kommt auf eure Matte an, also der wird über eure Mattengröße berechnet sozusagen. Und ja, ich finde die super cool und super praktisch. Damit kann man dann auch mal zum Sport selber gehen und muss die Yogamatte dann nicht immer so komisch unterm Arm klemmen, sondern kann die so über die Schulter hängen oder über die Brust. Die hat hier auch so ein praktisches Gurtband und das hält alles sehr fest. Und ich finde, je nachdem, was für einen Stoff man auswählt, wird die auch richtig cool. Ich habe zum Beispiel jetzt hier noch extra einen Zierstoff verwendet, weil ich dachte, das sieht cool mit diesen Schwänzen hier aus. Und ja, das müsst ihr natürlich nicht machen. Ja, dann viel Spaß bei dem Video. Für eure Yogatasche braucht ihr erst einmal so eine kleine Kordel. 30 cm reichen da, wenn ihr eine dünne Yogamatte habt. Dann Gurtband, 1 bis 2 Meter. Zwei von diesen D-Ringen. Eure Stoffschere, euer Maß. Am besten noch ein Maßband, um die Yogamatte auszumessen. Dann Sicherheitsnadeln in verschiedenen Größen, eure Stecknadeln natürlich und Jersey-Stoff. Ich habe jetzt zwei unterschiedliche Stoffe genommen, weil ich den Boden und den Deckel so aus diesem coolen Glitzerstoff hier haben möchte. Aber ihr könnt das auch komplett alles aus Jersey machen. Dann benutzt aber einen etwas festeren Jersey-Stoff, weil Boden und Deckel müssten halt so ein bisschen gesichert sein. Als erstes müsst ihr eure Matte erstmal ausmessen und zwar im zugerollten Zustand. Dafür rollt ihr eure Matte jetzt einfach mal zusammen. Dann legt ihr einmal das Maßband drum und messt den Umfang dieser Rolle dann. Bei mir waren das 35 cm und dann messt ihr noch die Länge der Rolle. Das waren bei mir 62 cm. Das Hauptteil hier hat jetzt genau diese Maßen plus 3 cm habe ich das gemacht, weil 1,5 cm Nahtzugabe auf beiden Seiten dazukommt. Das heißt, mein Hauptteil hier ist 38 x 65 cm. Zusätzlich braucht ihr dann auch noch für oben den Verschluss ein Teil, das genauso breit ist wie der Umfang, also auch wieder 38 cm mal 15 cm. Eure Kordel sollte auch 35 cm dann sein. Und dann habe ich noch zwei Gurtbänder geschnitten, jeweils 10 cm lang. Daran wird der Ring später befestigt, der das Gurtband dann dazwischen hält. Aber ich will, dass das verkleidet wird, deswegen habe ich 10 x 10 cm hier so Teile noch zugeschnitten. Und die kommen hier drum, damit das so ein bisschen cooler aussieht, was den Ring festhält. So, davon zwei und dann braucht ihr nur noch den Boden. Der hat den Umfang 35 bzw. 38 cm. Da man den Umfang weiß, könnt ihr dadurch den Durchmesser ausmessen, also diesen Wert, und so den Kreis besser zeichnen, indem ihr einfach den Umfang, also die 38 cm, durch Pi rechnet. Genau. Das ist auch erstmal alles, was ihr braucht. Und dann zeige ich euch jetzt, wie es losgeht. Ich mache als erstes diese Trägerteile fertig. Das heißt, ich nehme die einmal, lege die rechts auf rechts, also mit der schönen Seite nach innen und klappe die so zu. Weil die 10x10 sind, ist egal, in welche Richtung ihr das macht. Und genau, dann näht ihr einfach einmal diese Kante hier zusammen. Das macht ihr bei beiden. So, ich stecke das schon mal fest. Ich habe, glaube ich, am Anfang vergessen zu erwähnen, da das jetzt wieder Jersey und dehnbare Stoffe sind, verwende ich bei der Nähmaschine gleich wieder meine Jersey-Nadel mit dem Jersey-Stich. Ich habe das schon in mehreren Videos erklärt. Also wenn ihr diesen Jersey-Stich, der heißt Stretch-Stich, nicht habt an eurer Nähmaschine, könnt ihr einfach einen normalen Zickzack-Stich verwenden und einfach die Jersey-Nadel halt in die Nähmaschine dran machen. Genau, das sind erstmal die ersten zwei Nähte, die ihr macht. Nach dem Nähen wendet ihr die jetzt einfach schon mal. So. Das geht ja bei dem Stoff jetzt ganz einfach. So, und zieht dann
die Gurtbänder, die ihr zugeschnitten habt, dadurch. So. Ihr könnt jetzt auch schon mal so einen D-Ring nehmen, das so hier durchziehen. So. Das in der Mitte knicken. So. Habt ihr dann euren Verschluss und dann näht ihr das schon mal vorsichtshalber hier so einfach gerade hin und her fest. So sind die Trägerhalter jetzt auch schon fertig. Die können wir jetzt erstmal zur Seite legen. Als nächstes nehmt ihr euer Hauptteil. Das legt ihr einmal rechts auf rechts in der Mitte zusammen und legt dann die längeren Kanten aufeinander und näht das komplett von oben nach unten einmal zusammen. Dafür könnt ihr auch wieder euren Zickzack bzw. den Kettelstich eurer Nähmaschine verwenden. Wenn ihr eine Overlockmaschine habt, verwendet die. Das ist natürlich noch besser. Also wenn ihr eine Overlockmaschine habt, verwendet die allgemein immer zum Jersey nähen. Ihr könnt den Schlauch jetzt wenden und dann bringt ihr einmal oben und unten die Verschlüsse an. So, das heißt, ihr macht hier an der Naht, legt ihr dann einfach diese Teile hier an. So näht ihr einmal fest mit einem geraden Stich, damit die halten und das war's dann auch. Dasselbe macht ihr unten, ich habe das schon mal vorbereitet. Also hier dran fest. Ja. Dafür verwendet ihr am besten wieder eure normale Nadel, wenn ihr die schnell wechseln könnt, weil das ist ja doch sehr dick jetzt alles. Und bevor ihr eure dünne Nadel durchbricht, wechselt ihr am besten hierfür nochmal auf die dicke Nadel. Als nächstes nehmt ihr das Teil, was oben dran kommt. Das legt ihr auch wieder rechts auf rechts so zusammen, dass sich so eine Schlaufe ergibt. Hier näht ihr das einfach ein paar Mal oder einmal einfach hier fest. Ja, diesmal wieder mit der Jersey-Nadel und dem Jersey-Stich. Im nächsten Schritt nehmt ihr diesen Saum hier, von dem was ihr gerade genäht habt, schlagt das einmal um und noch einmal. Und so näht ihr das dann einmal komplett rum, bis auf hier eine kleine Lücke, wo ihr halt dann die Kordel ein- und ausfädeln könnt. Als nächstes braucht ihr jetzt wieder euer Hauptteil, was ihr eben so befestigt habt. Jetzt nehmt ihr hier das, schlagt das einmal um, stülpt das hier so drüber, sodass diese Naht auf dieser Naht hier ist. So. Und könnt das komplett einmal hier so rumstecken. Wenn ihr hier drüber näht, müsst ihr auch wieder aufpassen und vorsichtig sein, nicht dass die Nadel euch da reißt. Ich habe jetzt alles so festgesteckt, jetzt müsst ihr das nur noch einmal festnähen, hier außenrum komplett einmal zu. Der Verschluss oben ist jetzt auch schon beinahe fertig, jetzt fehlt nur noch die Kordel. Die machen wir aber jetzt noch nicht durch, nämlich jetzt wenden wir das Ganze erst nochmal, sodass wir den Boden annähen können.
Ihr nehmt jetzt euren Boden, legt den falsch herum hier drauf und fangt dann langsam an, den so anzunähen. An dieser Stelle wieder sehr vorsichtig sein, damit hier nicht die Nadel durchbricht. Und wenn ihr das festgenäht habt, sollte das auch wieder einfacher weitergehen. Also einfach komplett hier an den Rand nähen. Nach dem Wenden ist die Tasche jetzt auch schon fast fertig. Ihr habt hier euren Boden, das Vorderteil und jetzt macht ihr auch den Kordelzug fertig. Also ihr zieht jetzt einfach eure Kordel, die ihr an so einer Sicherheitsnadel festgemacht habt, hier einmal durch. Ihr könnt die natürlich auch ohne Sicherheitsnadel durchziehen. Ich finde, das geht aber mit Sicherheitsnadel immer sehr viel einfacher. Wenn ihr beide Kordelseiten durchgezogen habt, könnt ihr die auch schon miteinander verknoten. So wird das nie wieder hier reinrutschen und bleibt halt so. Jetzt könnt ihr das auch alles schon super verteilen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist das Gurtband hinten. Dafür legt ihr die Tasche einmal genau geradeaus, also gerade hin, der Länge nach. Genau, und dann könnt ihr messen, wie lang das Band ist, was ihr braucht. Ich will, dass das doppelt hier durchkommt, also so komplett von der Länge her. Und das soll halt auch ein bisschen abstehen noch. Also das soll halt so zum Tragen sein. Also das darf nicht ganz eng hier dran liegen, sondern muss ein bisschen lockerer sein, damit man das auch über die Schulter hängen kann. So. Ich habe das jetzt schon richtig abgemessen. Ihr könnt das auch an euch selbst mal anprobieren, bevor ihr es wirklich zunäht. Also einfach hier so zusammenstecken und dann mal über die Schulter hängen. Und ja, wenn euch die Länge so passt, näht ihr einfach das Gurtband hier so an ein paar Stellen so zusammen. Ihr könnt auch so ein Kreuz machen und hin und her nähen, damit das auch gut hält und nicht mehr aufgeht. Das war es jetzt auch schon wieder. Wenn ihr das Band angebracht habt, sollte die Tasche fertig sein. Ich habe meine Yogamatte jetzt auch mal reingemacht, die passt da super rein. Und ja, so sollte das Ganze dann aussehen. Ich finde, das ist echt cool, vor allem mit diesem süßen Stoff hier. Und Jersey gibt es ja echt in vielen coolen Farben und mit ganz vielen coolen Mustern. Ihr müsst, wie gesagt, auch nicht so einen goldenen oder so einen anderen Stoff noch verwenden. Ihr könnt das auch komplett aus einem Stoff machen. Das könnt ihr echt machen, wie ihr möchtet. Und ja, dann hoffe ich, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da. Und ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Anleitung fandet, ob ich alles gut erklärt habe und ob ich mal nochmal sowas Ähnliches machen soll und was ihr sonst noch für Ideen habt für Videos. Ja, und wenn ihr weitere solcher Videos sehen möchtet, abonniert doch gerne diesen Kanal. Wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch nie wieder ein Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!